Willkommen zurück. Wir sind in Graffitport City und ich habe mich hier schon mal ein bisschen umgeschaut und geguckt, wo es interessante Sachen für euch geben wird. Also hier ist zum Beispiel der Megastein, den habe ich mir noch nicht angeguckt. Simsalanit. Das heißt, wenn wir mal einen Abra finden, das ist der Overkiller. Obwohl Simsala, glaube ich, auch ziemlich fragil ist und daher nicht so gut für eine Nuzlocke, die wir spielen. Also, falls jetzt jemand völlig Neues hier ist, wir spielen Pokémon Alpha Saphir in einer Nuzlocke randomized. Alle Pokémon, die so auftauchen, sind zufällig. Ach hier, genau, das ist noch der Pokémon-Fan-Club. Ein bisschen weiter oben ist der Namensbewerter. Da war ich gerade mit Karin-chan schon und habe halt die Caps-Buchstaben halt mal klein geschrieben. Und hier hoffe ich, dass der irgendwas für mich hat. Aber ich muss noch ein stärkerer Trainer werden. Auf dem Pokémon-Markt, also naja, auf diesem Markt, wo wir da gerade rüber spaziert sind, gäbe es auch Donnerwelle, also als TM, würde ich gerne kaufen. Wir haben nicht genug Geld, das heißt, wir müssen heute noch ein bisschen Trainer klatschen, um an Geld zu kommen. Hier kann man Wettbewerbe machen. Ist ein geiles Feature, macht schon Laune, aber glaube jetzt für die Nuzlocke so muss ich das nicht unbedingt machen. Und hier dachte ich, jo, geht bestimmt storytechnisch irgendwas weiter, deswegen habe ich jetzt euch quasi wieder mit reingeschalten. Wir von Team Aqua sind Einzelgänger. Sah gerade überhaupt nicht so aus, da stehen haufenweise Leute. Wir treffen uns immer erst am Einsatzort, und gehen danach wieder unsere Wege. Okay, hier geht es noch nicht weiter, aber dann geht es hier in der Werft irgendwie weiter. Ja. Wenn das hier hingehört und das dahin, wohin gehört denn das hier dann hin? Und was mit diesem Dingsbums? Da soll man mal nicht verrückt werden. Bist du denn? Du hast den Plan offensichtlich nicht gezeichnet. Brutmar, alles klar. Eine Fähre. Ja. Oh, okay. Ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist gerade nicht hier. Ich glaube, er ist zum Ozeanmuseum gegangen. Dürfte ich dich bitten, Captain Brick zu suchen und ihm den Koffer mit den Devon-Waren zu bringen? Er ist bestimmt nicht hier oben. Aber wir gucken trotzdem mal. Ja. Total seltsam, dass ein Schiff schwimmt. Okay, die labern ja alle nur. Oh. Der Sound. Mega cool, freut mich. So eine kleinen Sachen machen Atmosphäre. Der Sound von Gitter. Ich war noch nicht in der Seewoge. Ich glaube, dafür brauche ich Surfer. Gilt aber gleichzeitig auch als Naturerbe. Ach, ja, seltsam. Ich glaube, da kommen wir erst sehr spät hin. Dann wird hier der Captain wahrscheinlich von Team Aqua gefangen gehalten oder irgendwie sowas. Jetzt können wir hier zumindest rein. Jo. Hallo? Achso, Ozeanmuseum. Hat er doch gesagt, Mann. Der Eintritt kostet 50 Poké-Dollar. Na, okay. Die habe ich noch. Hier ist so ein Aquarübel. Okay. Naja, auch die müssen sich bilden. Oh, ne. Kann ich mir die Karte hier? Ne. Na, ich habe ja eh eine Karte bei. War jetzt auch ein bisschen Quatsch. Ansonsten ist hier irgendwie noch nichts los. Bist du der Captain? Ja. Tja, dann musst du weitersuchen. Das bin ich nicht. Okay. Achso, da. Da musst du nicht weitersuchen. Das bin ich. Ah! Jetzt kann unsere Expedition endlich losgehen.
Wenn ich Team Aqua sich in den Weg stellen würde und die Bauteile klauen möchte. Muss ich jetzt gegen beide kämpfen? Der Captain hat scheinbar keine Pokémon dabei. Grilchita! Ach Kraut, wenn du doch nur schon ein Boden-Pokémon wärst. Ich war nicht heilen. Okay. Well. Kraut ist zu fragil. Paddy ist auch ziemlich fragil. So, diesen hat es aus, wenn speziell angegriffen wird. Also eine Glut oder so. Was kann so ein Grillcheater jetzt auf dem Level? Funkenflug. Da weiß ich nicht, ob das... Okay, macht halt nicht viel. Ich weiß nicht, ob es speziell oder physisch ist. Ist auch egal, wir sind ein Wasser-Pokémon. Und je nachdem, wie krass der spezielle Angriff von Dr. Diesenatz Jr. ist, klatschen wir das Ding hier weg. Also es ist halt auch voll entwickelt. Na, das Vieh. Naja, müssen wir halt zweimal drauf. Und wir sind paralysiert und... Ich hoffe, dass wir hier irgendwie durchkommen. Jupp! Klasse. Das war easy, aber jetzt kommt wahrscheinlich noch gleich der zweite Aqua-Rüpel. Und wir haben ein bisschen Kohle gemacht. In der Hoffnung, noch die Donnerwelle hier kaufen zu können, bevor wir die Stadt wieder verlassen. Das wäre irgendwie ganz geil. Also es ist vor allem hilfreich, ne, wenn das gegnerische Pokémon übelst schnell ist und quasi egal was wir reinschicken, so das uns übelst klatscht, weil es halt so schnell ist, immer zuerst angreift. Eine Donnerwelle würde das halt, würde auch die Geschwindigkeit, die Init, droppen von dem Vieh. Mogelbaum ist, wie wir alle wissen, ein Stein-Pokémon und kein Pflanzen-Pokémon. Es ist ein Mogelbaum. Und was macht es? Boah, ich traue mich immer nicht so mit Paddy reinzukommen, weil Paddy mir irgendwie zu fragil ist noch. Also da muss ich Paddy einfach mal in erste Stelle packen. Dr. Diesenatz ist jetzt ziemlich geschwächt. Ben ist schon übelst trainiert. Naja, mal gucken, was passiert. Wenn Paddy jetzt stark angehittet wird, dann muss ich halt mit Ben reinkommen. Steinwurf, okay. Aber Mogelbaum scheint auch nicht so super der krasse Typ zu sein. Blubber halt. Wir sind sogar schneller und greifen zuerst an. Ist eine gute Info. Ja. Ah, stimmt, wir haben noch die Beere. Mega gut. Aber einen Volltreffer würde uns jetzt das Leben kosten. Darauf habe ich keinen Bock. Wir kriegen Mogelbaum nicht mit dem nächsten Blubber down. Also spielen wir safe. War das denn? Ja. Ben regelt alles momentan. Ich denke, es wird später im Spiel dann ein bisschen spannender, wenn wir auch mehr entwickelte Pokémon haben und irgendwie eine Auswahl und nicht immer Ben alles regeln muss. Und dementsprechend jetzt auch schon auf Level 22 ist. Ah, es kommt noch ein Pokémon. Das ist ein Boden-Pokémon, will ich hier noch irgendwo... Ach man, wir machen keine Mätzchen. Komm. Gönn dir, Ben. Und danach werden wir mal... Wen wollte ich noch für Kraut nach vorne setzen? Und was mir gerade einfällt. Mann, in der letzten Folge haben wir Stahlflügel bekommen.
Ich war so hyped und habe immer noch nicht gecheckt, ob Taubsi das erlernen kann. Das wäre mega gut. Ob ich mir das merken kann, bis dieser Dialog hier vorbei ist? Oh Mann, der übelste Boss. Oh man. Ich hatte mich schon gewundert, warum ihr Chaoten so lange braucht, um einen mickrigen Koffer zu klauen. Und jetzt muss ich sehen, dass ihr euch von einem elenden Balg vorführen lasst. Für einen Rotzlöffel wirkst du ziemlich gewieft. Du bist wohl doch nicht bloß ein stinknormaler Möchtegern-Trainer. Ich heiße Adrian. Ich bin der Anführer von einem Haufen Blindgänger wie den da. Zusammen sind wir Team Aqua. Schon gewusst? Pokémon, Menschen und alle anderen Lebewesen haben ihren Ursprung im Meer. Dir ist doch hoffentlich klar, was das heißt, oder? Bingo. Das heißt, dass kein anderer Ort auf diesem Planeten für Lebewesen so wichtig ist wie das Meer. Aber wie behandeln wir Menschen die Meere? Wir ruinieren sie, indem wir unseren Müll hineinkippen. Während wir fleißig unser Ego streicheln, geht der wichtigste Teil des Ökosystems langsam vor die Hunde. Hätten wir Menschen als Einzige unter den Folgen zu leiden, wäre das wohl die gerechte Strafe. Aber denkt auch nur einer von uns an die Pokémon? Oder die Tiere? Oder die Kinder, die in dieser Zukunft leben müssen? Viele von ihnen verlieren wegen uns ihren Lebensraum. Wo sollen sie in Zukunft existieren oder ihren Nachwuchs aufziehen? Die Pokémon sind unschuldig und trotzdem müssen sie für unsere Fehler büßen. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Ich kann und will das einfach nicht akzeptieren. Deshalb habe ich einen Entschluss gefasst. Ich werde die hirnlosen Taten der Menschen ungeschehen machen und alles in meiner Macht ungeschehen, und alles in der Macht meiner Macht Stehende tun, um meinen Sprachfehler zu beheben und damit das Meer und die Natur wieder so zu machen, wie sie früher einmal waren. Genug davon. Ich schwinge nur ungern lange Reden. Okay, merkt man gar nicht. Heute lasse ich dich nochmal ungeschoren davonkommen, aber ich sag dir eins, Kindchen. Wenn du uns noch einmal ein einziges Mal in die Quere kommst, musst du mit ernsthaften Folgen für dich rechnen. Sag hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Und jetzt los, ihr Blindgänger. Wir müssen weiter. So, was los? Wolltest du mir nicht helfen? Hast du keine Pokémon? Musste Ben wieder alles erledigen? Digga. Okay. Tschüss. Wenn du es so eilig hättest, so, dann hilf mir doch einfach in so einem Fight. Na, jetzt sind ja auch einmal auch wieder ganz normale Besucher. Wow, alles erstrahlt in einem Rot, weil die Sonne gerade untergeht. So, wir sind geheilt. Wir jetzt. Stahlflügel. Wir wollten Paddy nach vorne setzen und schauen, ob Taubsi Stahlflügel erlernen kann. Was ich nicht glaube. Yes! Holy shit! Oh, ich habe mich verklickt. Oh mein Gott! Mega gut. Noch mehr Coverage, noch mehr verschiedene Typen, mit denen wir angreifen können. Mega gut. Dann. Tackle ist genauso stark wie Ruckzuck. Nein. Ja, aber wer braucht schon Tackle? Tackle hauen wir weg und mit Stahlflügel können wir jetzt Eis-Pokémon treffen. Gesteins-Pokémon, das ist vor allem wichtig. Ne, ist gar nicht so wichtig, weil wir Wasser-Pokémon haben. genau, und wir können Feen wegklatschen. Das ist halt mega gut. Das freut mich. So, dann gucken wir mal. Hier an der Schiffs an. Okay, hier ist nichts.
jemand da? Okay. Ich dachte, die Story geht hier irgendwie weiter oder so. Ich höre mal so schlecht zu, wenn ich mit Leuten rede. Oder wenn ich so durchskippe. Bin ich hier? Nee. Noch eins weiter runter. Diesem Team Aqua Heini habe ich genau zugehört, aber die Leute, bei denen es wichtig ist und die Story weitergeht, da nicht. Und jetzt irre ich hier rum. Bam, 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 bam. Hey, gibt's denn hier überhaupt eine Arena? Nee, ne? Was passiert, wenn ich weiterlaufe? Hey, da drüben sind Xenia und Xeblu. Sie drehen irgendwas. Oh Mann, okay, wir kriegen jetzt doch noch das Info, das Intro zu den Wettbewerben. Oh, holy shit. Oh, ho, ho. Hallo alle zusammen. Mein Altaria, Xeblu und meine Wenigkeit sind hier zur Wettbewerbshalle von Graffit Pod City gekommen, um ordentlich Spaß zu haben. Hä? Ein Altaria, das nicht Altaria sagt? Dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Lasst uns auch heute wieder sofort loslegen. Ja! Jetzt geht's rund. Gleich fliegen hier die Funken. Rund geht's. Okay. Wunderbare Talentsuche. Es ist soweit. Yeah! Okay. Bisschen weird so. Erwähle mich zu deinem Freund. Lass mich das Außergeordnete sein. Oh man. Ich weiß nicht, ist ein bisschen drüber, die Frau. Oh, was Falsches gesagt? Ja, hallo? Nee. Ich habe noch an keinem Wettbewerb teilgenommen. Oh mein Gott, nein, falsche Antwort. Dann starten wir gleich mit Vollgas durch. Dieser Trainer ist hiermit mein außerordentlicher Kandidat. Und sein Name ist... Frayne. Wenn man sich Frayne mal genau anschaut, verraten einem seine Arena und gleich, dass er ein starker Trainer sein muss. Frayne, hier ist der in der Wettbewerbshalle. Findet er also statt, der Pokémon-Wettbewerb. Okay. Muss ich jetzt wirklich durch so einen Wettbewerb durch, oder? Zumindest bekomme ich ein Ticket dafür und ein Pokeregier-Set, um meine Pokémon kräftig durchzufüttern. Xenias wunderbare Talentsuche! Eine legendäre Begegnung! Ich finde, das trifft es ganz gut. Also, liebe Zuschauer, lassen wir uns überraschen, was Frayne für uns bereithält. Kann ich bitte gehen? Route 110. Haben wir noch Zeit für einen neuen Encounter? Ja. Klingt sehr süß. Also ich habe jetzt auf das Geräusch geachtet von dem Vieh. Kenne ich aber nicht. Sagt mir nichts. Ich renne hier einfach rein und werde einschläfern, was auch immer da reinkommt. Mit Karin-chan. Ich bin gespannt. Es könnte ein neues Teammitglied werden. Igamaro. Okay. Ist ganz nice. Ist halt ein Starter-Pokémon. Kenne ich nicht so. Wird das. Was ist denn da die letzte Entwicklung? Hat es auch irgendwie einen Stahltyp oder sowas? Lass mich mal schlau machen. Aber ein Pflanzen-Pokémon haben wir noch nicht im Team. Das ist
Also eine ganz gute Abwechslung. Man kann auch Walzer. Man, hat's gerade eben schon Walzer gemacht? Ich hab wieder nicht aufgepasst. Wiederhall wird zwar stärker mit jeder Runde, aber das hält es auch noch auf jeden Fall aus. Jetzt machen wir nicht weiter und werfen den Ball. Ich war sogar inzwischen auch schon unterwegs und habe Superbälle geholt. Just in case, dass wir sie benötigen bei irgendwas Krassem. Aber der Premierball macht es auch. Igamaro. Ah, Mensch. Ich habe meine Liste hier gar nicht auf mit Leuten. Jo, na dann, weil ich mich so gefreut habe, dass jemand Neues interessiert ist, mache ich Igamaro zu. Ich Duelsies. Oder so. Och man. Ich Duelsies. Ich habe auch schon. Also, ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, ich tue eher CS und dich. Schön, dass du kommentierst. Ich weiß nicht, ob wir uns in Real Life kennen. So, vermutlich. Ich habe mal kurz gestalkt, dein Account ist halt schon ziemlich alt. Ich kann es gerade nicht zuordnen, wer du bist. Falls wir uns in Real Life kennen. Du kannst mich ja gerne auf Instagram anschreiben oder so, also über meinen Was mit Content Instagram-Account. Das ist dann ein bisschen privater, als wenn du das jetzt in den Kommentar klopfst. Radfahren darf ich noch nicht. Hier wird der Weg blockiert. Oder rennt ihr jetzt weg? Gute Idee, ja, die machen den Weg frei. Die will kämpfen. Ich will mir aber Igamaro angucken. Denn ich vermute, dass ich das im Team haben will. Und wir ein bisschen umstrukturieren. Rantenhieb, Walzer. Eine Unlichtattacke. Auch nicht schlecht. Wir haben ein neutrales Wesen. Zaghaft. Also das heißt, weder. Das muss jetzt auf der Seite hier sein, ne? Also weder. Also nichts verändert sich so an Angriff, Verteidigung, irgendwas. Nichts wird gedroppt, nichts steigt. Seid neutral. Notdünger bringt uns überhaupt nichts als Fähigkeit. Weil es nur in Notfällen die Stärke von Pflanzenattacken verstärkt. Und in Notfällen nehme ich tue sie erst lieber raus. Aber es ist ein Pflanzen-Pokémon. Und darum würde ich es gerne mitnehmen. Ja. Haben drei Wasser-Pokémon. Das ist halt ein bisschen crazy. Tentacha ist auch Gift, womit wir Pflanzen gut treffen. Da hätten wir aber auch tendenziell Chalin mit einer Flugattacke. Gift trifft außerdem, ach so, Feen. Aber auch Chalin hat eine Stahlattacke jetzt und könnte Feen treffen. Also ist Dr. Diesen das vielleicht
gar nicht so wichtig. Denken wir mal weiter nach. Wir haben hier ein Elektro-Pokémon. Damit treffen wir Flug- und Wasser-Pokémon gut. Haben wir... Gegen Flug haben wir bereits Gesteinsattacken. Gegen... Was habe ich gerade gesagt? Treffen wir noch Wasser... Gegen Wasser haben wir nichts. Außer Igamaru. Dann jetzt. Und Ben ist sowieso der MVP. Wieder diese Entscheidungen, wo ich ewig lang brauche und eigentlich einen Cut setzen sollte, weil ich so lange nachdenke. Ja, ich glaube, ich mag einen Lumpy eigentlich. Ah, es kann den Volt-Absorber, das ist halt auch mega nice. Dr. Diesenatz hat nur neutral Torso. Und die Giftspitzen, die sind halt super geil. Ja, ich glaube, wir versuchen es ohne Paddy. Sorry, Paddy. Genau, Wasser und Flug kannst du treffen, das können wir jetzt auch. Zwar nicht mit Stab, also, ne, wenn ich eine Elektroattacke von einem Elektro-Pokémon abfeuere, so, dann wird die Nummer extra geboostet und ist extra stark. Sowas haben wir jetzt gegen Flug nicht mehr. Ben kann halt die Steinattacke, aber ist selber kein Stein-Pokémon. Aber trotzdem, hat halt, ja... Übelst die Muckis. So. Ja. Probieren wir es mal so. So machen wir es. Igamaru möchte ganz sicher trainiert werden. Und dann. Werde ich mal noch schnell hier unten zu den Strandtrainern. Bevor wir oben weitergehen. Zum nächsten Ort können wir hier einfach noch... Hier waren einfach noch ein paar Trainer, die würde ich gerne mitnehmen, um Igamaru zu trainieren. Ja, genau. Ich gucke einfach mal, ob was Spannendes passiert, dann hole ich euch rein. Wenn nicht, dann überspringe ich das und wir sehen uns halt in der nächsten Folge dann auf dem Weg zur nächsten Stadt, was malvenfroh sein dürfte. Was, glaube ich, mega den geilen Soundtrack hat und voll die geile Mucke. Also freut euch drauf, lasst einen Daumen da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.